Hey Leute, Crymix hier und heute mal mit drei bis heute ungelösten Mythen in GTA 5. Bei dem ersten Mythos geht es um einen Taxifahrer, der euch versuchen wird, in den Tod zu reißen. Dafür begebt ihr euch einfach in das Gebirge hinter der Military Base, das könnt ihr jetzt auch nochmal auf der Karte sehen, und dort angekommen bestellt ihr euch einfach ein Taxi. In der Zeit, in der das Taxi geliefert wird, müsst ihr hier diesen Punkt auswählen. Es ist sehr wichtig, dass ihr genau den Punkt auswählt, und dann werdet ihr sehen, bekommt ihr hier die Strecke angezeigt. Merkt euch übrigens mal diese Strecke, die ihr hier vorgeschlagen bekommt, weil das Navigationssystem wählt ja immer die kürzeste und einfachste Strecke aus. Wenn der Taxifahrer dann angekommen ist, stellt ihr dann euren markierten Zielpunkt als Ziel ein. Und ganz wichtig ist, dass ihr auf Beeilen drückt, sobald das Taxi losfährt, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und wenn das Taxi dann losfährt, dann wird man am Anfang nicht viel merken, aber ihr werdet relativ schnell merken, der Taxifahrer wechselt den Kurs, er wird nicht die einfachste Strecke nehmen, sondern er wird abbiegen und einen gefährlichen Bergpass fahren. Nach einer Zeit wird das Ganze immer kniffliger und der Taxifahrer wird euch mit in den Tod reißen. Selbst bis heute ist nicht geklärt, warum dieser Taxifahrer bei dieser Strecke den falschen Weg nimmt. Der nächste Mythos führt uns zu einem mysteriösen Haus, in dem scheinbar öfter mal Selbstmordpartys stattfinden. Geleitet wird man zu diesem Haus durch diese rote Schrift hier an dieser Ecke, die die Hausnummer von diesem Haus andeutet, und wenn man dann in dem Garten von dem Haus ist, findet man dort immer um 19 Uhr einige Menschen im Garten und auf der Terrasse, und sobald man diese berührt, fallen sie sofort tot um. Bis heute weiß auch noch niemand, warum die Menschen direkt tot umfallen, wenn man sie nur berührt, und die anderen Passanten nicht wegrennen, wenn jemand stirbt, sondern sich einfach nur ducken. Man vermutet, dass dieses Haus das Haus von Charles Manson darstellen soll, welcher damals in LA ein Massenmörder war und auch eine Sekte hatte, und das würde natürlich zu diesem ganzen Alibi dazu passen. Außerdem sieht das Haus hier wirklich verblüffend ähnlich zu dem Haus von Charles Manson aus. Der dritte und letzte Mythos führt uns nun zu Michaels Haus, denn dort konnte man auf der Old Chen eine geheime Tür finden, wenn man an eine bestimmte Stelle an der Wand geschossen hat. Auf der Next Chen funktioniert das Ganze nicht mehr, wie ihr hier sehen könnt, aber trotzdem ziemlich interessant, weil es noch auf der Old Chen funktioniert oder zumindest damals funktioniert hat. Dazu habe ich auch damals ein Video gemacht, das werde ich euch jetzt hier nochmal einblenden, wie das Ganze aussah. Ihr seid hier einfach an diese Stelle an Michaels Haus gelaufen und habt dann hier dagegen geschossen, und ihr werdet sehen, an einer gewissen Stelle, also wie eine Tür ausgeschnitten, da fliegen die Kugeln und die Granaten einfach durch die Wand durch und außenrum kommen Schusslöcher. Also man kann da wirklich deutlich erkennen, dass das da wohl irgendwie mal eine Tür oder sowas geplant war. Man weiß bis heute nicht genau, warum es so war, aber man vermutet einfach, dass dort in der Beta eine Tür angebracht war an Michaels Haus, die dann vielleicht später noch entfernt wurde, als das Spiel dann letztendlich rauskam. Auf jeden Fall, wie gesagt, ziemlich cool, denn man kann da einfach sehen, alle Schüsse und so sind durchgegangen, ohne irgendwas zu zeigen. Also man hat keine Einschusslöcher gesehen, nur eben an dem Rand außenrum hat man eben diese Einschusslöcher gesehen, und so konnte man eben ganz geil hier diese Tür sichtbar machen. Was denkt ihr zu den ganzen Mythen? Schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare, und Peace!